Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Spiel mit Peggy zu einer weiteren Folge von Transport Fever 2, die Kampagne. Und wir sind da letztes Mal ja stehen geblieben, wo wir Stahl liefern müssen, Stein abholen müssen und die Arbeitskräfte transportieren. Und das habe ich im Off dann auch soweit gleich fertig gemacht. Was heißt das? Ich habe bis circa die 98 erreicht sind, laufen lassen, und jetzt machen wir noch den Rest hier und überbringen hier das Ganze. Hier werden noch die restlichen Sachen abgeholt von Eisenerz, das dann oben verarbeitet wird ja zu Stahl. Wir müssen ja auch Stahl liefern. Stahl hier wird geliefert. Wieder zurück hierher. Und dann Stein abholen. Und das wird dann hier geliefert. In Bukarest. Wir lassen das ein bisschen schneller laufen, damit es auch vorangeht. Weil es kommen nämlich ja die letzten Steine an und Stahl liefern. Wo ist er? Knall den noch schnell wieder raus. Hier ist er. Wenn man dann trifft. Stahl liefern. Perfekt. Da. Hier wäre er. Liefert ein bisschen Stahl ab, der andere Stein, und dann hätten wir es auch schon wieder erledigt. So, das ist gemacht. Und der mit Stein. Wo ist er? Oh. Ah, Stein abholen. Ist nicht Stein liefern, Stein abholen. Gut. Geben wir dem noch ein bisschen Stoff. Der muss jetzt kurz warten. Der ist jetzt durch das Signal durch und jetzt darf auch er. Und dann ist dieser Auftrag abgeschlossen. So, jetzt kommt er. Hier gibt es auch einiges an Stein. Wie viel? 26. Gut. Perfekt. Genau, grabe den Kanal im markierten Bereich. Okay. Oh. Ja, das geht jetzt nicht so einfach. Hier hat es noch eine Straße. So, aber wir dürfen graben. Ja, sehr gut. Also, da werden wir doch mal das Tiefenteil hier verwenden. Oder wir könnten natürlich auch das hier nehmen. Ja, wir bleiben bei dem vielleicht. Werkzeuggröße. Ja, das will er nicht. Okay. Aber das geht wunderbar. Kostet Unmenge. Kostet Unmenge. Aber dieses Bearbeitungstool ist einfach genial. Es passt die Höhe gleich an. Ich arbeite sehr gerne mit diesem Tool. So, muss halt ein bisschen Geduld haben, dann ist es auch wirklich
dort ist. Aber da können wir jetzt einen wunderschönen Kanal herstellen, wie es auch gewünscht wird. Kann man natürlich wunderschön irgendwelche Sachen formen, auch wenn man, ich sage jetzt da mal, Schönbau betreiben möchte. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Das hier. Und das werden wir nachher natürlich wieder korrigieren. Ist natürlich ganz klar. Aber wir müssen ja einen Kanal machen. So, jetzt korrigieren wir das Ganze auch gleich wieder. Hauen wir die Straße wieder rein. Dass die Leute da zufrieden sind. Mit einer coolen Brücke vielleicht auch gleich. So. Dann hätten wir das erledigt. Hier logischerweise dasselbe auch noch. Machen wir. Kanalgraben, der ist nicht zufrieden, hä? Der ist nicht zufrieden. Warum? Nochmals ein Kanal. Haben wir nochmals ein. Oder? Ist tatsächlich ein bisschen ran drin. Könnte natürlich gut sein, hä? Ja, ja. Okay. Okay, okay, okay. Er will hier ganzen Rand raus. Na gut, machen wir das. Wusste ich jetzt gerade nicht. Oh ja, dann machen wir das. Gehen wir wirklich über diese Schwelle hier raus. Ja, jetzt hat er es gefressen. Der in Rekordzeit vollendete Kanal zeugt von der. Genau, Rekordzeit würde ich auch mal sagen. Ja, das war doch jetzt fix, haben wir da schnell. Ah, halt den, brauchen wir nicht. Haben wir doch da was machen können. So. Machen wir auch den hier, damit wir schnell unterwegs sind. Sehr nice. Haben wir da eine. Haben wir nicht. Ist vielleicht auch nicht so wichtig. Nö, das ist glaube ich ja nicht so wichtig. Okay. Ne, passt. Also, dann Kanal fertig. Was brauchen wir als nächstes? Haben wir noch Bonusaufgabe? Ne, Bonusaufgabe haben wir alle erledigt. Bis jetzt, hä? Okay, dann informiere dich in den unterschiedlichen Bezirken in Bukarest, welche geniale Ideen dort realisieren sollen. Werden sollen. Okay, aha. Beeindruckende Blocks. Wir nehmen jetzt einfach mal alle schnell an. Das Gewirr auf. Okay. Viele verschiedene Sachen. Nehmen wir zuerst mal den. Das andere ist ja Sachen liefern. Plane das neue Straßennetz, indem du die vorgegebenen Punkte im Westbezirk verbindest. Okay? Also plane das neue Straßennetz, indem du vorgegebene Punkte im Westbezirk verbindest. Jetzt schauen wir mal, wir haben ja da schon bereits Linien erstellt. Wir haben den. Ah. Straßennetz. Muss ich hier extra eine Straße ziehen? Ach, ihr seid ja lustig. Okay, gut. Wir haben zwar da hinten nichts, aber ist ja wurscht. Er will das so, dann machen wir das so. Und wir machen gleich weiterhin eckig hier. Ja? Da. Habt ihr verbunden. Okay, den hätten wir auch. Dann kommen wir noch zu den Lieferungen. Dann haben wir einerseits liefere Stahl und Plastik in den Ostbezirk. So, das wäre mal hier. Das schauen wir uns gleich mal an. Wir können da mal laufen lassen. So, dann sehen wir,
mit dieser Ansicht an Gebäuden, was wer benötigt. Hä? Wir müssen, wie gesagt, in den Ostbezirk Stahl und Plastik liefern. Also wir haben sicherlich mal Plastik, was hier gefordert wird. Stahl sehe ich jetzt... Ah doch, das ist mit Stein verbunden hier. Okay, man seht ihr es hier ganz schwach. Man hier, vielleicht kann ich ein bisschen weiter weg. Kann man es ein bisschen besser erkennen. Hier ist der Plastikbereich. Und hier unten sehen wir Stahl und Steine. Und hier wäre noch Öl. Ja, wir brauchen noch Plastik. Okay, aber es ist hier dieser Bezirk. Also, was machen wir? Ganz einfach. Wir werden einmal... Jetzt muss ich mal schnell schauen. Haben wir hier eigentlich schon eine Ablage? Nein, wir haben hier nur für Öl. Nein, hier hinten hätten wir auch was. Aber ich glaube, hier vorne haben wir keine. Kann das sein? Doch, hier. Hier haben wir einen gesetzt. Okay. Schaue ich da nochmal schnell. Der hier wird wen alles versorgen? Oh. Oh, okay. Mehrheitlich Steine und Stahl, hä? Okay, machen wir einen weiteren. Und zwar setzen wir doch hier oben auch noch einen für... Können wir hier oben einen machen? Oder vielleicht hier eher? Komm, wir setzen hier noch einen hin. Und dann diese Linie. Das ist die rote Linie. Die rote Linie, die... Ne, ist nicht die rote. Doch, ist die rote. Stimmt. Die rote Linie, hier. Die hat aber nur zwei. Nein, es ist nicht die rote Linie. Quatsch mit Käse hier. Der. So. Jetzt stimmt's. Er hat mehrere Orte. Hier oben gibt er auch noch ab. Hier unten auch. Das sind vier, hä? Okay. Das werden wir jetzt aber nicht nehmen. Wir werden... Entweder machen wir hier eine andere Linie. Was benötigt wird. Ich glaube, wir nehmen hier eine andere Linie. Komm. Wir löschen diese. Oder ändern diese um. Und zwar haben wir das mal alles weg. So. Dann gehen wir hier lang und hier. Und dann gehst du wieder zurück. Das ist dann... Nehmen wir jetzt hier einfach mal Ostbezirk, hä? Ostbezirk. Bukarest, genau. Bukarest, hä? Das wäre dann so okay. Weiß man das, was für eine Linie das es auch ist. Und dann machen wir noch eine neue Linie für den Nordbezirk. Nordbezirk müssen wir Wasser in Häuser abreißen, Straßen abreißen. Okay. Ist nicht die Welt, hä? Weil dann liefert er eigentlich... Ja, dann würde er auch hier liefern. Ja, wir lassen's. Reiße 3 Häuser und 3 Meter Straße im Nordbezirk ab. Okay. Straße weg. Straße weg. Straße weg und mehr Häuser. Na ja, gut. Haben wir den auch? Dann fehlt jetzt einer nur noch Stahl und Plastik liefern. Okay. Das sollte eigentlich kein Problem sein, denn geliefert wird ja schon mal Stein, oder? Das wäre der hier. Geliefert wird hier schon mal Stein. Wir haben hier diese Linie. Und die Linie 10, die liefert. So viel es mir ist, Stein. Ja, die liefert Steine. Das ist unwichtig. Dann brauchen wir Plastik. Das ist die Linie gelb. Vielleicht. Nein, die liefert Öl. Also Plastik und Stahl wird nicht geliefert. Was heißt das? Wir müssen da noch eine Verbindung herstellen. Ich hoffe, das funktioniert jetzt relativ einfach, indem wir eventuell den
erweitern könnten. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Oh, jetzt habe ich... Okay, kann ich das upgraden? Kann ich nicht. Jetzt muss ich löschen. Tja, machen wir es halt zweimal. So. Und dann versuche ich... Oh, echt jetzt? Boah, mit Ach und Krach. Mit Ach und Krach komme ich da durch. Aber ist ungeschickt gelöst. Sehr ungeschickt. Wir gehen... Wisst ihr was? Nee, das machen wir nicht so. Wir gehen... gleich auf die hintere Seite. Geht das? Ja. Vielleicht besser. Weiß nicht, ob das funktioniert. Doch, das geht. Ha, so gut. So gut. Dann hier doppelspurig. Einfach, dass sich diese Kollegen nicht in den Weg kommen. Dann haben wir Stein und Stahl von dieser Seite. Das passt doch schon mal. Und jetzt brauchen wir noch den Kunststoff. Oh, den Kunststoff, den haben wir. Hier hinten. Aha. Also wisst ihr, was wir da brauchen? Wir brauchen die Linie wieder, die wir da schon mal hatten. Okay. Verwenden könnten wir... Ist die doppelspurig? Ne, ist sie nicht. Dann machen wir sie hier doppelspurig. Ja. Dass sie sich auch hier nicht in den Weg kommen. Das... Ah, das ist ein bisschen eng, hä? Das muss auch nicht sein. Du, geht's da noch? So. Nee, da will er nicht. Da. Gut. Verbunden? Ja. Signale vielleicht noch. Sicher ist sicher. Ja, dasselbe natürlich auch hier. Kann nie genügend Signale haben. Hier einer. Da wechselt er auf diese Spur. Dann müssen wir hier noch ein Signal setzen. Hier, wenn einer kommt, dass es hier nicht crasht. Okay, dann bräuchten wir den hier oben wahrscheinlich. Ja, nicht mehr unbedingt. Wir haben mal schauen, ob es funktioniert. Okay. Das hätten wir soweit. Jetzt müssen wir noch Kunststoff wieder ansetzen. Und den Kunststoff, das wird jetzt ein bisschen komplizierter. Den bringen wir, der ist ja, genau, doppelt. Jetzt müssen wir da wieder weggehen. Wieder hier hinten, nach hier hinten kommen. Okay. Versuche ich. Boah. Naja. Und von da wieder einen Bahnhof zu machen. Sackbahnhof, hä? Machen wir da nochmals. Wenn es benötigt wird, dann setzen wir das auch. Aber, wir müssen da nach oben schießen. Wir müssen da nach oben gehen und zwar...
Das ist ein bisschen doof, aber... Na gut, übertreiben müssen wir jetzt auch wieder nicht. Aber so halt, dass die Schiffe durch können. Was ist das so? Bisschen eine Riesenbrücke hier. Aber das würde eigentlich funktionieren, oder? Ich baue sie mal. Müsste eigentlich. Ja, das passt noch. Sehr gut. Da können sie hier unten vorbei. Perfekt. Das war nämlich das letzte Mal auch das Problem. Oder vorletzte Mal. Dass es hier geknallt hat. So, also. Dann müssen wir noch Signale setzen. Sonst knallt es uns hier vorne natürlich wieder. Hier brauchen wir kein Signal. Aber hier fürs Weggehen. Okay, ich hoffe, es funktioniert. Wir bauen noch eine Linie. Das haben wir natürlich noch nicht. Und da brauchen wir eine Linie zu dem da. Sehr gut. Und wir brauchen eine Linie von hier zu dem. Schauen wir, kontrollieren wir schnell, ob das funktioniert. Ne, funktioniert noch nicht. Warum nicht? Ganz einfach, weil der Kollege, dem muss ich hier eine separates Gleis zuweisen. Der will nicht sonst. Kann ich noch enger gehen? Das ist jetzt eine gute Frage. Ne, enger geht wohl kaum, hä? Nee, da komme ich nicht weg. Da komme ich nicht weg. Der ist schon auf dem engsten Radius. Den kann ich nicht verändern. Das klappt nicht. Das klappt nicht. Das ist tatsächlich alles zu nah. Jetzt müsste ich ja das Ganze abreißen. Ja, jetzt ist es halt so. Wir drücken kurz Pause. Wir basteln an unserer Anlage rum. Wir basteln hier ein bisschen rum. Zack, zack, zack. Machen wir das Zeug hier neu. So, und das hier auch. Also. Wir brauchen eine angenehme Lösung. Das wäre die kleine Strecke, also die, die hier angeschlossen wird. So, dann verbinde ich das Ganze hier mal weiter. So. Das wird auch abgerupft. Muss ich hier wieder aufpassen. Jawohl, den hier schnappen können. Das klappt. So, und hier verbinden. Oder sollen wir mit dem verbinden? Ja, wir verbinden mit dem. Dann der hier. Ach, herrlich. Wie das so einfach funktioniert. Es ist schon... Also da haben sie viel gemacht. Da haben sie echt viel gemacht, dass sie das so gut hinkriegen. Hier zur Sicherheit einer. Dann haben wir da einer und hier. Da haben wir noch nicht verbunden. Unschön. Binden wir das auch noch. Sehr gut. Jetzt haben wir natürlich mal wieder ein weiteres Problem. Ja, das habt ihr natürlich bereits gesehen. Der muss weg. So, und nämlich muss im Endeffekt muss ja der... Hier lang. So, wichtig ist, dass wir den hier setzen können. Das ist sehr wichtig. Den konnten wir vorhin nicht setzen. Hier haben wir das Signal. Hier haben wir auch ein Signal. Und dann kann er setzen. Hier vorne hätte es zwar eines.
Ja gut, da muss er halt dann im Notfall warten. Nee, er sollte eigentlich schon hier einbiegen können. Optimal ist es nicht, aber eben, das ist ja auch nicht so dramatisch. Aber hat es jetzt funktioniert, wenn schon? Hat es nicht, weil er geht hier nicht weg. Er nimmt den hier vorne. Dem müssen wir jetzt noch ein bisschen entgegensteuern, indem wir einen Wegpunkt hier setzen. So. Und dann knallen wir bei der Linie den Wegpunkt noch ein. Jetzt nicht von da, sondern hier. Okay, dann stimmt es nämlich. Es geht auch hier lang. Gleiche wie der. Da kommen sie zurück. Der eine biegt hier wieder ab und der andere fährt geradeaus. Hier oben sollte dasselbe auch funktionieren. Wir sind nur in Linie machen hier, bis das funktioniert. Der Grüne. Der war noch falsch. Ist er auch jetzt noch. Warum? Warum ist... Aha. Okay, auch hier gibt es einen Wegpunkt. Auch hier hat er es nicht kapiert, wo er hinfahren soll. Weil er hat natürlich zwei Optionen. Ist natürlich klar. Er hat zwei Optionen. Aber es ist die grüne... Ja, Linie 3. Die Linie 3 hat es nicht ganz kapiert. Die muss hier noch. So. Stimmt's jetzt? Nochmals kontrollieren. Von den Pfeilen her. Stimmt es nicht. Im Falschen verwendet. Jetzt stimmt es, ja. Also hier fährt er lang und hier geht er wieder zurück. Schauen wir hier oben noch schnell. Das stimmt hier auch. Okay, dann Züge. Können wir sicherlich mal wieder laufen lassen. Dann nehmen wir noch die Züge. Und zwar einmal brauchen wir für Kunststoff. Oje, oje. Oh, oh, oh. Dampf. Weichdampf. Brauchen nicht die enorm teuren hier. Nehmen die hier und Cargo für Kunststoff hier. Der 1, 2, 3, 4. 73 Kapazität. 54, das reicht. Auf die Linie grün hier. Gut. Und der hier unten Plastik anliefern. Was hat der eine Art für eine Linie gekriegt? Der musste hier hinten anstehen. Okay, der hat die Linie bekommen. Linie 11 für Stahl. Dann brauchen wir der hier. Nehmen wir auch. Ja, ich glaube, der reicht. Hä? Und Cargo. Stahl hier. 1, 2, 3. Reicht auf die Linie 11. So, ich hoffe, dass jetzt mehr geliefert wird. Dann können wir jetzt wieder Gas geben. Sehr gut, also. Ja, dann würde ich doch hier... Nein, Gas geben müssen wir nicht. Wir müssen jetzt eher eine Pause machen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wir haben hier ein bisschen an den Linien rumgebastelt, damit wir hier Stahl und Plastik liefern können und haben auch wieder einen Auftrag weiter abgeschlossen. Okay, nochmals besten Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Packy, bye bye.